So. So, und Saatgut haben wir ja dann eine ganze Menge noch. Das pflanze ich mal eben schnell an. Das kann ja wieder schön wachsen, während wir unterwegs sind. Na. So. So. Ich bin der Bauer Knasti und mich interessiert nicht, was die anderen Leute machen. So viele schöne Sachen. Denn ich bin ja auch ganz alleine hier. Auf dieser Welt. Das ist ja auch witzig mit dem Gras. Ups. Das war doch nicht etwa ich. Nein, das war ich nicht. So, wo ist denn hier? So. Da, 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 da. Da, 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 da. Da. Hier, 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 hier. Hm. Das reicht nicht fürs ganze Feld. Das ist ja schade. Aber naja. So, schnell mal noch. Korn loswerden. Die rote Farbe nehmen wir. Die rote Farbe nehmen wir mit. Dann brauchen wir allerdings auch unsere Scissor. Unsere Scissor Sister. Denn ansonsten bringt das eher weniger. Hallo, du kleines schwarzes Schnuckelschwein. Du bist ja niedlich, Mensch. Hihi. So, jetzt aber mal wieder ab zum Turm. Wir sind ja zum Bauen hier. Ja, für unsere U-Bahn oder was wir dann auch immer daraus machen, brauchen wir dann definitiv noch mehr Eisen. Da müssen wir uns dann irgendwann nochmal in Höhlen begeben. Aber ich möchte jetzt zunächst einmal... über der Erde weiterbauen, beziehungsweise überhaupt mal weiterbauen, damit wir überhaupt mal so ein bisschen was zu bieten haben, sag ich mal. So, Leiter. Und plupp, 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 plupp. Und da sind wir auch schon wieder ganz oben. Und jetzt werden wir hier ein Dach drauf bauen. Wie genau das aussehen wird, weiß ich momentan absolut noch gar nicht. Ich werde einfach mal testen, wie es eventuell funktionieren könnte. Ich baue einfach mal drauf los, so wie immer halt. So, so. Hier, da, da. Dort, dort und dort. Ja, ich habe in der letzten Zeit habe ich ja kein Let's Play Minecraft gemacht, sondern in meiner anderen Welt ein bisschen rumgespielt und da werde ich euch dann irgendwann auch mal zeigen, was ich da so gebaut habe. Gucken, mache ich irgendwann mal ein Special. Allerdings muss ich jetzt schon dazu sagen, dass ich dort in dieser Welt mit Cheats arbeite, sprich ich weise mir die Dinge zu und ich kann mit einem Schlag die Blöcke kaputt hauen. Das mache ich allerdings auch nur, weil ich nun mal alleine spiele und ansonsten würde ich nichts hinbekommen. Ne? Es würde einfach nichts draus werden. Und ja, deshalb weise ich mir eben die Dinge zu, denn da geht es mir halt wirklich ums Bauen. Da geht es mir nur darum, irgendwelche großen Bauten zu kreieren oder eben große Höhlen auszuheben und so weiter und so fort. So. Mehr Cobblestone. Ich glaube, naja, wir lassen uns mal überraschen, wie das hier zum Schluss aussieht. Ich baue, wie gesagt, jetzt einfach nur so drauf los. So.
dat. So. Das geht das hier weiter, würde ich sagen. Ja, das können wir mal so machen. So. So, so, so. So und so, 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 so. So, so und so. Und nun, so. Mal gucken, wie das aussieht von unten. So, und den setzen wir einfach mal oben drauf. Und, jetzt kommen wir hier natürlich nicht mehr rein. Naja, dann machen wir wieder mal eine Arschbombe. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen was anderes hier reinzubringen und... Ja, war ganz nett. So, wie sieht das denn aus, das Ding? Da! Eine Albino-Kuh. Ah ne, ich brauche mal dich brauchen wir nicht lebend, aber du bist lebend auf jeden Fall mehr wert, weil wir brauchen dich nicht tot. Denn wir brauchen kein Leder. Ich wüsste zumindest nicht wofür. Ja, ich würde sagen, das sieht ja mal ganz schön beknackt aus. Das muss irgendwie anders. Ja, das muss ein bisschen mehr in die Höhe gezogen werden, das Dach. Gucken wir gleich mal. Und zwar... Ja. Da noch so eine Kackkuh. So, hopp, 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 hopp. So, so, so. Und so. Und jetzt hier ab nach oben. Ich krieg's noch mal nicht richtig hin mit der Leiter. Nee. So, Spitzhacke. Wo ist denn jetzt hier... Na toll. Echt toll, ey! So. Du kommst weg und du kommst weg und du kommst auch weg. So, und nun kommst du dahin und du dahin und du musst höher und du auch und hier und hier und hier und hier und da und da und da und da und da und da 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 da. Da, 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 dort, 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 dort und nicht zu vergessen auch hier. Nicht wahr? Jetzt wird das Dach leider ein bisschen massiv, aber egal, Cobblestone haben wir ja eigentlich immer genug. So, 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 so. Ich überlege... Ich würde sagen, da gehen wir hier direkt auch nochmal eine Lage höher, nicht wahr? Damit wir das Ganze noch ein wenig in die Höhe ziehen können. Müssen, dürfen, sollten. So, und nun... Nun kann das hier auf jeden Fall weg. So und so und so und so. So, und jetzt kann das ja eigentlich auch alles weg. Machen wir einfach mal, sammeln wir nachher dann noch ein, das ganze gute Zeug. So, 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 so und so. Der Turm oder die Burg oder was es dann letztendlich auch alles wird. Soll ja auch nur so zu Deko dienen, sozusagen. Mal sehen, ob wir da dann auch später noch was hineinbauen. Beziehungsweise, ob wir das Ganze dann noch ein bisschen nutzen irgendwie. Ich denke aber erstmal eher nicht. Denn, wir brauchen eigentlich ja nur unsere Hütte zum Überleben.
Außerdem bin ich nicht so der Fan von Burgen, ja, also ich möchte nicht in der Burg wohnen. Ist mir alles zu groß, zu weitläufig. Und nachts dann auch zu gruselig. So wie jetzt zum Beispiel hier gerade. Wobei, das ist ja ganz schön hier, der Ausblick, Mensch. Da unten unsere Höhle. Habe ich nochmal ein Trauma von. Da hinten unsere kleine Sandabbauregion. Mensch, ist ja echt ganz schön hier so der Blick. Könnte man sich hier oben fast eine Terrasse drauf bauen oder so? Nö. Machen wir nicht. Ups. Ach, vorbei, das kann man ja eigentlich so machen. Nö, kann man doch nicht. So, jetzt ist hier natürlich ein bisschen dunkel. So. Nee, anders. So und so und hier und da und dort und hier und da. Kannst du wieder weg? So, was habe ich jetzt hier genau gemacht? So, so. So und so und so und so. Und noch mehr Cobblestone her. Dann machen wir das einfach mal hier so, so, so. So, so. Und dann. Der wird wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen zu spitz. Aber naja, gucken wir uns das einfach mal an von unten. Jetzt ist es allerdings gerade dunkel. Was tun? Hier oben ausharren? Oder? Ne, wir sind keine Pussy. Pussys sind wir nicht. Wir werden da unten eine Albino-Spinne. Ich finde das super, das mit den Tieren. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. So, ich jetzt nochmal hier mal gucken, was wir diesmal hinbekommen. Hoppa, yes, es war, würde ich einfach mal behaupten, Höchstpunktzahl. Ja. So, ich sehe relativ wenig. Da vorne planscht irgendwas, aber es hat vier Beine, insofern ist das nichts Schlimmes. Da sind zwei Spinnen, da hinten ist ein Schwein. Das ist ein Schaf. Mal eben auf den Bogen switchen. Ah, nee, hier, da. Hoppa, ist ja hier. Da können wir uns gleich mal, jetzt hier ist ja ein bisschen was gespawnt. Dann können wir uns gleich mal auch die ganzen bösen Gestalten so angucken, wie die jetzt aussehen. So. Da, ist schon mal. Ich glaube, das ist sogar direkt der König der Skelette. Na. Uah. Spinny! Oh nein, ich darf ja gar nicht Spinny sagen. Ihr denn da? Ach so, Mensch, ihr seid jetzt zwei Aufgeweckte. Ja, Spinny darf ich eigentlich gar nicht sagen, ne? Das ist ja hier, da gibt's ja Copyright drauf und so und jetzt wird mir bestimmt vorgeworfen, nee, Knasti, du machst ja voll den Gronkh nach, ey. Ja, absolut, ich mach den Gronkh immer nach. Weil ich möchte unbedingt so werden wie Gronkh. Ganz genau so. Okay, unser Turm. der Turm sieht ganz schön beknackt aus. Hm,